Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Conan Exiles mit den Abenteuern meiner Schildmeite. Ich weiß nicht warum, ich wollte gerade Seven Days to Die sagen. Nein, kein Seven Days to Die. Definitiv Conan Exiles. Ich wollte in die Arena und da mal dem Drachen einen Besuch abstatten. Und der Schlange. Und mal gucken, was wir sonst noch so alles bekommen. Die waren aggressiv, ne? Oder? Ja. Ich habe unsere Cimmerianer ein bisschen gelevelt. 16, 15, 16 und ein bisschen. Wir können auch nochmal eben die Werte gucken. Ja, plus 5 Mut und 15 Vitalität. Und sie hat 6 Vitalität und 3 Mut. Keine Stärke. Aber, naja. Immerhin auch nichts Negatives. Vielleicht werden wir da irgendwann nochmal ein paar Tränke machen. Mal sehen. War hier nicht noch ein Krokodil? Ach, auf der Seite. Ich hatte eben überlegt, ob ich hier schon drin war. Weil wir bei AOC so oft hier Age of Kalimitos so oft hier unten waren. Aber wir waren noch gar nicht hier mit unserer Schildmaid, die keinen Schild mehr trägt. So, deswegen haben wir sie auch jetzt entdeckt. Jetzt kommen wieder viele Schlangen. Und Untote. Alles nur meine Lieblingsgegner. Hätte vielleicht doch von der anderen Seite reingehen sollen. Ich wollte mal von der normalen Seite reingehen. Gingst du nochmal runter zur Schlange? Ach, da ist er. Sie ist nicht hier oben, ne? Das ist ein Anzeigefehler, oder? Jetzt keine Zeit hier. Ich sortiere nachher aus. Da ist die Treppe. Oh. Nein, ihr sollt angreifen, nicht euch bewegen. Oh,
gucken, was die Truhe sagt. Komm, gib mir was Schönes. Gott. Jetzt wünsche ich mir gerade schon wieder hier eine Tänzerin mit dabei. Aber richtig zu hier, ne? Toll. Oh. Bisschen beeilen hier. Ich hier noch halbe Gesundheit habe, bis wir da sind. Bleib jetzt mal nicht stehen. Obwohl, hier unten kriegen wir keine Verderbnis mehr. Du bist der Golem da. Der war doch hier, oder? Die ganze Zeit roll ich da rum, um dem Schuss auszuweichen. Ja. Ich habe den Drachen auch schon single-handedly getötet. Guck mal, nicht so, als wenn da was Besonderes wäre. Die Mädels waren aber gut zu. Ich bin begeistert. Wartet denn? So. Hässlicher Drache. Your turn. Lusche. Ich mach nur Spaß. Ja. Ich kann es mir schon wieder vorstellen. Manch einer jetzt wieder denkt, Jubum, und du jetzt wieder fragst, gibt's hier eine Truhe? Dann rast dich aus. Gibt's hier eine Truhe? Scheiße. Zum Glück habe ich da noch angeklickt. Uiuiuiui. Naja, komm.
Was ich gerne hätte, wäre ein Obolus. Ich will jetzt hier einfach nur raus. Das ist der Blöre hier. Auch von unserer To-Do-Liste streichen. Lebst du wieder? Nö. Was war denn hier drüben nochmal? Haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Was war hier nochmal? Totes Geflüster, Ruin. Hier kommen wir nochmal nicht rein. Nein. Wo ist es denn da? Aha, Luftkuss. Cool. Ja, wir haben noch so ein paar Einzelbosse, die wir machen können. Man wägt schon bei der Fledermaus. Ich. Wo ist sie? Hier, ne? Hier. Ne, waren wir noch nicht. Okay, okay. Ist das. War das das Lager mit der, Hyänenrüstung? Hallo? Lassen Sie das. Okay. Kopf abgeschnitten und weggetreten. Was hat sie denn dabei? Wollte ich gar nicht. Tschüss. So, die Matschpampe einsammeln. Ja, ja. Was macht der denn da? Huch. Was mach ich denn da? Pass mal auf, Fräulein. You can dance for me now oder hang for me later. Das sag ich dir mal. Egal. Hallo sehr. Was kannst du wollen? Will ich auch nicht. Noch so ein. Böser Magier hier. Nix von Interesse. Macht jetzt weiter mal. Wette da weg. Nee, das war nicht das Lager. Kann ich das lesen? Tigerköpfchen. Was haben wir da oben? Gehen wir da mal hoch. Bin
die ganze Zeit immer überlegen, wo die kleine Höhle war. Wo dieser eine Dude drin stand. Wir könnten noch da unten in die, die Spinnenhöhle können wir noch machen. For the Black Hand. Lally. Was ist das? Oh, nicht. Oh, den haben wir noch nicht. Das brauche ich, das brauche ich. Ist das ein Schatz? Nö, Deko brauche ich auch. Bierkrug geht immer. Bunte Kerze, Türkis, klar. Dekokram geht immer. Immer hier den. Ach, ich mach schon. Schon gut, Ladies. So, der war schon wieder. Nimm nichts mehr mit. Schilden geblockt. Meins. Jo. Haben wir oben noch irgendwas? Von Interesse. Toll. Aber meine Äxte sind auch bald schon wieder kaputt. Elend. Tja. Ich glaube, komme ich so langsam erstmal wieder auf den Nachhauseweg. Oder war da oben nicht auch noch irgendwas? Einsammeln, angucken, lesen. Nicht dein Ernst. Sag ich doch. Sogar was Wichtiges. Ein aquilonischer Tanz. So, dann rennen wir jetzt zum Krater. Da habe ich nämlich ein
Obelisken hingestellt. Wegen Leveln und so. Ja. Rennt jetzt wieder irgendeine Spinne hinter uns her, ne? Da lang, ne? Aber jetzt machen sie schon die ersten Ankündigungen für die zweite Fallout-Staffel. Finde ich gut. Er schreckt mich halt noch. Wieso höre ich denn die ganze Zeit so Kriegstrommeln? Logos. So, ab nach Hause. In unser wunderschönes Dorf. Dem langsam eine mittelgroße Stadt wird. So, Ladies. Stellt euch mal runter. Warum? Vielleicht? Ja. Können sie sich unterhalten. Zack. Für die Immersion, wisst ihr? Ich muss, glaube ich, meine Kiste machen für alchemistische Grundsubstanz. Mich düngt. Ja, ich sortiere jetzt nach Namen. Ist ja gut. Ganz so beratungsresistent bin ich auch nicht. Wie tue ich jetzt mit da rein? Silberstaub? Nö. Gut. Ja, was Schwefel hatten wir noch? Ich platz dann. Deswegen, ne? Nach Name. Jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht nach Namen sortiere. Ja, ich glaube, ich erspare euch den Rest hier mal. Und mache den Rest gleich alleine. Ich glaube, gibt Spannenderes. Gibt auf jeden Fall Spannenderes. Ist auch schon wieder voll. Ich hier noch alles drin. Nichts von dem, was ich noch in der Tasche habe. Moment. Ich eh nicht mehr alle da rein. Den Regenwort, ich würde ich mir jetzt mal gerne einmal angucken. Wie sieht der aus? Stehe ich den hier hin? Ich regne es ja nie. Ist doch eine Zange drin, oder? Ja, Regenbottich. Das sind Abkühlbecken.
So wie das hier. Naja, okay. Nun gut, ich würde sagen, ich räume jetzt hier noch auf. Und dann sehen wir uns dann, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.